Was geht ab, Leute? Willkommen wieder zu einem weiteren Video hier vom Kanal. Ja, heute kommen wir endlich mal zum dritten Part von dem M-Faser-Umbau. Heute bauen wir die Lautsprecher in den hinteren beiden Türen um. Ich denke, heute sollten wir relativ schnell fertig sein, weil es hinten im Prinzip nichts anderes ist als vorne. Es ist nicht schwieriger, im Gegenteil, es ist sogar einfacher in einer Hinsicht. Und zwar sehen wir hier im Paket nämlich nur zwei Lautsprecher, zwei Mitteltöne, beziehungsweise in diesen Mitteltönern sind nochmal Hochtöne eingelassen. Das bedeutet quasi zwei Lautsprecher in einem. Dementsprechend haben wir keinen extra Hochtöner, den wir noch verlegen und einbauen müssen. Deswegen sollte das eigentlich sogar noch schneller gehen. Also Leute, wir haben natürlich genauso wie in den vorderen Türen einmal hier eine Schraube und einmal hier eine Schraube, die die Türpappe an der Tür hält. Natürlich benutzen wir heute mal wieder mein OG-Plastikwerkzeug. Und ich würde sagen, ich lege wieder los von der Innenseite hier. Zack, das hat sich doch schon ganz gut abgelöst. So. Okay, ich glaube, das war's tatsächlich schon. Ups. So, einmal die Elektronik ab. Und den Bodenzug raus. Zack. Und schon haben wir hier unsere Türpappe liegen. Also ich würde sagen, wir holen dann einmal nochmal den Lautsprecher hier raus. Der ist natürlich auch nur geklipst. Es ist ja wie gesagt alles identisch so wie vorne. Und der Lautsprecher ist draußen. Auf den Hinweis einiger Leute habe ich mir hier extra noch so ein Bitumenband geholt. Damit werde ich jetzt diesen, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sehen kann. Genau hier unten haben wir so einen kleinen Abstand zwischen der Lautsprecherabdeckung und dem Lautsprecher. Den werde ich jetzt ausfüllen mit diesem Bitumenband und das soll wohl dafür sorgen, dass der Sound besser an die Außenwelt kommt. Als nächstes kommt dann einfach der Lautsprecher hier drauf. Zack, zack. Einmal einrasten. So. Als nächstes kommt die Frequenzweiche dran. Einmal und zweimal. Genauso wie auch vorne gehe ich jetzt hin, roll das Kabel ein bisschen ein und benutze den mitgelieferten Draht, womit das Teil verpackt wurde, einfach um die Kabel ein bisschen zu komprimieren. Jetzt können wir hingehen und die Türpappe natürlich wieder ganz normal einbauen. Und jetzt können natürlich wieder die zwei Schrauben rein. Die Türpappe sitzt, der Bodenzug ist drin und wir können weitermachen mit der zweiten Seite. Auf der zweiten Seite ist das Ganze natürlich nichts anderes. Zwei Schrauben lösen. Dann nehmen wir einmal wieder die Türpappe raus. Und hier auch schon wieder den Bodenzug raus. Zack. Die Kabel raus. Einmal, zweimal und dreimal. Hier dann auch nochmal einfach den Lautsprecher raushebeln mit dem Plastikwerkzeug. Ganz kurz nochmal zum Vergleich. Alter Lautsprecher, neuer Lautsprecher. Also ich glaube, das spricht schon für sich. Dann nochmal das Bitumenband. Musik.
Also dann wieder ganz normal den neuen Lautsprecher rein. Zack, zack. Dann haben wir hier wieder unsere Frequenzweiche. Die schließen wir wieder an den Lautsprecher an. Einmal und zweimal. Dann kurz nochmal das Kabel aufrollen. Zack, zack. Und wir sind wieder ready to go. Dann kann die Türpappe wieder dran. Erstmal natürlich wieder die Kabel anschließen. Und zu guter Letzt der Bodenzug. Dann wieder den Türpin in seine Position. Türpappe sitzt. Bodenzug funktioniert auch. Und jetzt können wir wieder die zwei Schrauben reinjagen. Gut, dann sind wir durch. Also Freunde, dann gönnen wir uns mal einen Soundcheck, würde ich sagen. Ich habe mich jetzt einfach mal für ein Instrumental entschieden, damit ich die Audiodatei so beibehalten kann und nicht bearbeiten muss. Ich meine, gut, im Endeffekt kommt der Sound sowieso nicht so rüber wie in echt, aber dann könnt ihr wenigstens einigermaßen einschätzen, würde ich sagen. Was ich direkt merke, ist... Alter, ich habe gerade perfekt gestoppt. Was ich direkt merke, ist, dass der Sound jetzt komplett ausgewogen ist. Wer mich schon länger verfolgt, hat ja mitbekommen, dass ich erstmal den Subwoofer umgebaut habe, dann die vorderen beiden Türen und jetzt in dem Video die hinteren beiden Türen. Mit der Soundqualität war ich schon zufrieden. Aber das Problem ist, wie gesagt, dass es unausgewogen war. Weil wenn wir jetzt einmal mal hier hinten hinfilmen, sehen wir, dass dieser hintere Lautsprecher näher an meinem Ohr ist als der vordere hier und auch der vordere Hochtöner. Das bedeutet, ich habe einen geilen Bass aus dem Fußraum gehabt, ich habe einen geilen Sound von hier vorne gehabt, aber hier von hinten in Richtung meines Ohres habe ich halt noch die Scheißqualität von den alten Lautsprechern gehabt. Die Zeit ist jetzt endlich vorbei. Die Lautsprecher für die hinteren Türen, die lagen locker 6 Monate bei mir zu Hause rum. Ich bin einfach nicht dazu gekommen, die umzubauen. Jetzt ist es endlich soweit und jetzt ist der Soundumbau komplett. Ich kann euch den Umbau nach wie vor empfehlen. Falls ihr nicht so viel Geld zur Verfügung habt im Monat für solche Geschichten, würde ich es auch empfehlen, das so zu machen, wie ich es gemacht habe. Also zuerst den Subwoofer im Beifahrerfußraum, dann die vorderen beiden Türen und dann die hinteren beiden Türen. Dann noch ganz kurz was in eigener Sache. Ich weiß, ihr könnt die Statistik wahrscheinlich schon nicht mehr sehen, weil die jeder YouTuber einblendet, aber Leute, 96% meiner Zuschauer sind keine Abonnenten. Also so eine brutal einseitige Statistik habe ich noch nie gesehen, um ehrlich zu sein. Deswegen würde es mich mega freuen, wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen würdet mit einem kostenlosen Kanalabo. Falls ihr noch keinen YouTube-Account habt, erstellt ihn euch. Das ist in 5 Minuten gemacht. Der Account ist kostenlos. Ihr müsst keine privaten Daten eingeben. Ihr könnt den Kanal danach abonnieren und das ist auch kostenlos für euch. Natürlich könnt ihr mir wie immer gerne Feedback in die Kommentare schreiben. Lasst doch gerne eine Bewertung da und ich würde dann sagen, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut rein. Ciao.